Was soll das heißen? Der Heilige Geist. Ich sagte, der Heilige Geist war es. Er hat dir ein Brot in den Ofen geschoben, der Heilige Geist? Genau. Ich soll dir abkaufen, dass der Heilige Geist im Himmel droben eine Nacht freigenommen hat, um an der Schafsgasse 42 runterzukommen und mit dir eine Nummer zu schieben. Genau. Damit ich das auch richtig verstehe. Der geistige Herrscher des gesamten Universums fühlt sich ein bisschen rammelig und hat Lust, nach Bethlehem zu fahren. Also manifestiert er sich, kommt runter und schlüpft dir in die Falle. Genau. Wie schön. 2 Jahre lang lässt du mich keinen Zentimeter an dich ran. Aber im Handumdrehen stellst du die Haxen auf für irgend so einen Scheißerzengel. Es war nicht ein Scheißerzengel, es war der Heilige Geist. Ach ja, der Heilige Geist steigt zu dir ins Bett und schon heißt es, runter mit den Laken und ran an die Buletten. Wenn ich es bin, nein, dann heißt es immer, erst wenn wir verheiratet sind. Wir müssen uns aufsparen, das ist was Kostbares. Das stimmt ja auch. Ja, es ist so scheiß kostbar, dass du mit jedem stierigen kleinen Poltergeist, der dich dann nachschmeißt und ins Schlafzimmer gehst. Nein, nur mit dem einen. Aha, nur dem einen. Entschuldigung, nicht die ganze Dreifaltigkeit. Nur dem ein 3-Personen-Einbett. Sorry, Josef. Ich lass mir nur von dem Cherubin die Kerbe spalten. Ich konnte doch nicht abweisen, er ist der Heilige Geist. Wie sah er denn aus? Hatte er seinen Kopf unter dem Arm? Er ist nicht die Sorte Geist. Wie soll ich denn wissen, welche Sorte Geist er ist? Ich war ja noch nie mit so einem im Bett. Handball ist das Einzige, was ich seit 2 Jahren kriege. Aber du nicht. Du schmeißt die Beine in die Luft und lässt dich von dem himmlischen Besuchern pimpern. Es war rein geistig. Wenn es so geistig war, wieso hat er dir dann die Schublade vollgestopft? Das ist doch ein Segen. Soweit ich das feststellen kann, ist er nicht da geblieben, um den Segen abzuwarten. Oh nein. Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, seinen heiligen Dolch in die Öllampen törichter Jungfrauen einzufädeln. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn der Heilige Geist schon umherzieht und die halbe Welt niederrüsselt, dann könnte er wenigstens in der Nähe bleiben, bis seine Sprösslinge aus der Krippenalter raus sind. Er hat mir gesagt, ich soll dir alles erzählen. Du würdest es schon verstehen und mich heiraten. Alles klar. Alles klar. Es war doch der Heilige Geist. Ich fürchte, meine Liebe, du bist auf einen uralten Trick reingefallen.